In Thema 2.2 kommen wir jetzt zu den EPKs. Wir werden das in zwei Schritten behandeln. Zuerst die Grundvariante, die ereignisgesteuerte Prozesskette, Verzeihung. Und im zweiten Teil werden wir uns dann die sogenannte EEPK, die erweiterte ereignisgesteuerte Prozesskette, ansehen, die es dann erlaubt, nicht nur das Was abzubilden, sondern da auch Informationen über das Wer und das Womit dran zu hängen. EPKs, ich habe es schon einmal erwähnt, kommen historisch aus dem ARIS-Haus, aus dem ARIS-Konzept und dienen dazu, die Steuerungssicht abzubilden. Die Steuerungssicht, wenn wir uns erinnern, im ARIS-Haus ist jene, die in der Mitte steht. Wir haben einmal die Funktionen, wir haben die Daten, wir haben die Leistungen und wir haben die Organisationsstruktur als Dach und in der Mitte führen wir das alles zusammen. Und genau darum geht es jetzt hier um diese Sicht, die alles zusammenführt. Die Idee ist, dass dort, wo wir die Funktionen in unserer Organisation definieren, wir definieren, was wir denn ganz grundsätzlich können, also welche Funktionen wir umsetzen können in der Organisation, unabhängig von einem konkreten Geschäftsprozess. Welche Daten wir zur Verfügung haben und welche Personalressourcen oder welche Organisationsstruktur dahinter liegt. Und das bringen wir jetzt zusammen mit Hilfe von sogenannten Ereignissen. Die Grundannahme einer EPK ist, dass man diese Funktionen mit Hilfe bestimmter Ereignisse, die in einem Geschäftsprozess auftreten können, verknüpfen kann. Die Funktion soll also etwas Generisches sein, was man in unterschiedlichsten Prozessen einsetzen kann. Miteinander verknüpft werden diese Funktionen, also in eine sachlogische Reihenfolge gebracht werden sie durch die sogenannten Ereignisse. Und zwar immer ganz konsequent durchgezogen. Das heißt, in einer EPK, und das ist auch schon das wesentliche Kennzeichen, wechseln sich Ereignisse und Funktionen immer ab. Das heißt, es tritt ein Ereignis auf, darauf reagieren wir mit einer Funktion. Diese Funktion führt zu einem weiteren Ereignis, und darauf wird die nächste Funktion ausgelöst. Diese Funktion kann dann, werden wir dann gleich sehen, zu zwei unterschiedlichen Ereignissen führen vielleicht, und damit können wir Alternativen abbilden, und jedes dieser Ereignisse führt wieder zu einer weiteren Funktion. Das heißt, wenn wir uns das Notationsset ansehen, dann erkennen wir, ähnlich wie bei den Flowcharts, Grundelemente, das sind das, was bei den Flowcharts Operation hieß, hier die Funktionen. Funktion, wie gesagt, soll etwas Generisches sein, was meine Organisation einfach per se kann, das man ganz allgemein beschreiben kann, unabhängig von einem einzelnen Geschäftsprozess. Das ist in der Praxis meistens nicht umsetzbar, sondern also man beschreibt eher, was man in diesem konkreten Geschäftsprozess macht meistens. Diese Ereignisse dienen auch dazu, diese Terminierungselemente zu ersetzen, weil irgendwo wird durch ein Ereignis der Prozess ausgelöst und irgendwo endet er mit einem Ereignis. Und wiederum der Ablaufteil, der uns für die zeitlich-sachlogische Reihenfolge dienlich ist. Und jetzt haben wir aber im Gegensatz zu den Flowcharts nicht mehr nur die Verzweigung, also das Entweder-Oder. Wir erinnern uns, bei der Verzweigung war es wichtig, dass sich die einzelnen Zweige, die ausgehen, dass die einander ausschließen. Das heißt, entweder der eine Zweig oder der andere Zweig. Das nennt man entlehnt aus der Boolschen Logik des XOR, also entweder das eine oder das andere. Hier gibt es aber jetzt auch tatsächlich parallele Abläufe schon, weil die EPKs einfach davon ausgehen, dass man in Organisationen oder in Prozessen manche Sachen parallel ausführen kann, weil sie nicht voneinander abhängen. Deswegen hier auch ein sogenanntes Und, eine Und-Verzweigung. Das heißt, wir werden dann ein Beispiel sehen, wenn hier ausgehende Zweige sind, dann werden die parallel ausgelöst. Und als Zwischending das Oder. Das Oder bedeutet, es wird mindestens einer der ausgehenden Zweige ausgelöst. Es können aber auch mehrere sein. Braucht man in der Praxis relativ selten. Wichtig ist jetzt hier als neues Element oder als neues Konzept die Parallelisierung durch dieses Und-Gateway. So, schauen wir wieder auf unseren Investitionsantrag, den wir als Beispiel nehmen. Die einfache EPK sieht ähnlich aus wie das Flowchart. Es ist der Antrag eingelangt, also das Terminierungselement wird hier ein bisschen konkretisiert. Wir müssen definieren,
welches Ereignis eintritt, um diesen Prozess auszulösen. Dann haben wir die Funktion, jetzt in diesem Fall Antrag prüfen, und das ist abgeschlossen, wenn der Antrag geprüft ist. Wichtig ist hier zu betonen die Formulierung der einzelnen Elemente. Eine Funktion ist immer aktiv formuliert, also da kommt ein aktives Verb, ein Ereignis, so wie hier oder hier, kennzeichnet immer einen bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, es darf nicht eine Aktion beschreiben, muss auch nicht mit einem aktiven Verb hinterlegt sein, sondern muss sagen, Antrag eingelangt. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt ist er eingelangt, ein Ereignis kennzeichnen. Antrag geprüft, wiederum ein Ereignis kennzeichnen. Aktive Verben verwenden wir nur in Funktionen. Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man eine EPK modelliert, dann sollte man das auch konsequent durchziehen. Es hilft dann auch weiter bei den Aktivitätsdiagrammen und bei der BPMN tatsächlich, die Tasks, die dort dann modelliert werden, konkret korrekt zu modellieren. Wir haben jetzt auch wieder diese Verzweigung, wo wir vorher gesagt haben, entweder das eine oder das andere, das gibt es auch hier, der Antrag ist eingelangt, wir prüfen den Antrag und vorher mussten wir in der Verzweigung die Bedingung formulieren und dann sagen, ja, die ist richtig oder nein, die ist nicht erfüllt und dann die Zweige gehen. Das bildet man in einer EPK durch die Formulierung der Ereignisse, die dann direkt auf das XOR folgen ab. Das heißt, es ist aber auch verpflichtend, dass auf ein XOR immer in jedem Zweig ein Ereignis folgt. Das heißt, Antrag ist positiv beurteilt, Antrag ist negativ beurteilt, kennzeichnet immer ein bestimmtes Ereignis und dann kann man wieder eine Funktion, nämlich bestätigen oder ablehnen, hinzufügen. Das wird dann wieder zusammengeführt mit demselben Operator. Also wenn wir hier mit einem XOR öffnen, dann schließen wir hier auch wieder mit einem XOR. Und wenn man von einem Zweig hier kommt, dann ist man auch fertig und der Antrag ist geprüft. Wichtig ist hier immer im Hinterkopf zu behalten, dass auf jedem Zweig diese Abfolge Funktion Ereignis erfüllt sein muss. Das heißt, es dürfte jetzt hier nicht noch an dieser Stelle nicht noch ein Ereignis eingefügt sein, weil dann zwei Ereignisse hintereinander folgen würden. Wenn wir jetzt wieder eine mehrwertige Entscheidung treffen, da haben wir vorhin bei Flowcharts eine kaskadierende Verzweigung gebraucht, das heißt, wenn wir immer nur binäre Ausgänge haben können. Das ist jetzt hier nicht mehr notwendig. Wir können jetzt Ereignisse formulieren für jeden der Zweige und die direkt an ein XOR anhängen. Das heißt, wir prüfen den Antrag und jetzt prüfen wir wieder die Investitionssumme unter 1000 Euro, über 999, aber unter 10.000 oder über 9.999, sodass alle möglichen Fälle auf jeden Fall abgebildet sind und damit legen wir fest, welche der Funktionen dann ausgeführt wird. Wiederum die Zusammenführung auf allen drei Wegen führt dann zu diesem Ereignis Antrag geprüft. Schleifen können wir ähnlich realisieren wie vorhin. Wichtig ist aber hier, dass wir den zurückgeführten Zweig wieder bei einem Ereignis enden lassen. Wir haben also hier eine Funktion auf weitere Anträge prüfen und hier ein XOR, der braucht, haben wir ja vorhin gesagt, zwei mögliche oder jeweils in jedem Zweig, der ausgeht, ein Ereignis. Wenn keine weiteren Anträge vorhanden sind, dann sind wir fertig, der Prozess ist abgeschlossen. Wenn noch ein Antrag vorhanden ist, dann können wir den Antrag bearbeiten. Dann ist die Bearbeitung abgeschlossen, dann können wir die Funktion auf weitere Anträge prüfen ausführen. Das ist ein bisschen detaillierter jetzt als der vorhergehende, ist dem geschuldet, dass wir diese Abfolge zwischen Funktion und Ereignis nicht verletzen dürfen. Wir sehen schon, das wird alles ein bisschen umständlich, dadurch, dass man das so strikt einhalten muss. Und genau das ist halt das, was in moderneren Modellierungssprachen wieder ein bisschen relaxter gesehen wird. Dort werden Ereignisse nur dort eingesetzt, wo sie auch wirklich für den Geschäftsprozess inhaltlich notwendig sind und nicht immer ganz strikt abwechselnd. Wir nehmen jetzt noch ein Beispiel für dieses UND mit.
der Antrag ist eingelangt und jetzt könnte man sagen, okay, auf der einen Seite muss man den Antrag prüfen, die Beilagen, die dabei sind, kann man aber separat prüfen, das könnte unter Umständen auch jemand anderer machen. Das heißt, diese beiden Funktionen sind unabhängig und können parallel ausgeführt werden, deshalb der UND-Operator. Und auch hier wieder die Zusammenführung. Bei der Zusammenführung des UNDs ist wichtig zu verstehen, da geht es erst dann weiter, wenn alle eingehenden Zweige beim UND angelangt sind. Das heißt, wenn Antrag prüfen fertig ist und Beilagen prüfen fertig ist, dann geht es zu Antrag geprüft weiter. Für das Oder haben wir ein bisschen bemühen müssen. Beim Oder müssen wir eine Entscheidung treffen. Es kann aber sein, dass beide Bedingungen oder beide Ereignisse oder alle Ereignisse, können auch wieder mehrere Zweige sind, eintreten oder auch nicht. In der Praxis haben wir das relativ selten, deswegen wirkt das jetzt ein bisschen konstruiert, aber wir haben sowas wie wieder einen Antrag, den prüfen wir und wir sehen dann beim Antrag prüfen, dass da Angebote enthalten sein können, dass Stellungnahmen enthalten sein können. Es könnte jetzt entweder das eine oder das andere oder auch beides sein, deswegen ist es hier mit dem Oder modelliert. Es gibt aber keinen Antrag, der gar nichts von beiden enthält. Der muss entweder ein Angebot oder eine Stellungnahme enthalten, kann wie gesagt auch beides haben und je nachdem, welche Zweige hier aktiviert wurden, warten wir dort unten, dass diese Zweige auch wieder eingetroffen sind. Das heißt, ich muss aus Antrag prüfen, das ist wichtig hier zu verstehen, aus Antrag prüfen entscheiden können, welcher Zweig aktiviert wird, also welches Ereignis eintritt, nur das eine, nur das andere oder beide. Und je nachdem, welcher Zweig aktiviert wurde, warten wir dann hier unten entweder nur auf den einen, nur auf den anderen oder auf beide, bevor es weitergeht. Genau, so viel zur EPK. Wir haben jetzt hier gesehen, auch hier der Fokus auf das Was und das Wann, das Wer und das Womit fehlt uns nach wie vor und dazu gibt es die EEPK, die wir uns jetzt dann im nächsten Video anschauen.